So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Markt, direkt im Anschluss zur vorherigen. Und wir wollten ja eifrig weiterarbeiten an dem ganzen Hausbau erstmal, sage ich mal so, ja. Denn wir haben da noch eine Menge offen und der Anfang wäre hier zum Beispiel mal Glas reinzulegen, da unten vielleicht Lichter zu machen oder sowas, auf jeden Fall da unten ein Auffangbecken zu machen. Das bedeutet, wir werden mal eine Menge Hopper machen, denn wir bauen die Mobfarm. Und da, ich brauche auch noch einen zweiten Spawner, stimmt, ich muss in den Nether gehen mal, pass auf. Ich gehe mal zur Quarry, das fällt mir gerade ein. Weil ich wollte gucken, wie lange die noch, nicht wie lange die braucht, sondern wie viel die schon abgebaut hat. Das interessiert mich jetzt gerade mal nämlich. Wie viel hast du abgebaut? 49 Millionen Blöcke, ach so, eh nur. Ja, ist ja kein Problem, Digga, ich meine, ist nur ein bisschen was. Mach ruhig weiter, gute Quarry. So, Hölle, auf geht's. Dieses Ding ist so praktisch und deswegen will ich einfach nur eine Enderperl-Farm haben. Ja, und okay, ich brauch das Enderium. Aber ansonsten brauche ich ja, glaube ich, eh nicht so viel Zeugs. Nein, ich habe meinen Core vergessen. Aber kein Problem, wir gehen einfach wieder zurück. Hey, wie cool ist das denn? Das Ding ist... Das Ding ist ultimativ. Entschuldigt, dass ich einen kleinen Anfall hatte. Ich weiß auch nicht, was das immer wieder ist. Okay, ich lasse das jetzt. Was wollte ich denn noch machen? Es gab noch eine Menge zu tun, das weiß ich. Ich habe voll viel Silikon, fällt mir gerade auf. Also gerade mal, wenn ich hier reingucke, 53.000 ist schon eine Menge eigentlich. Ja, egal. Was ich haben wollte, was war das denn? Was wollte ich denn haben hier? Was wollte ich denn? Ich kann mal ganz kurz das hier einstellen, ne? Dass das gute Ferris hier mal seinen Weg da rein macht, in den Draconic Chest, also sprich hier in den Filter reinpacken noch. Platz haben wir ja dann noch ein bisschen Gas. Ein bisschen was. So. Weil dann werden wir den Kollegen da auch mal los. Genau, dann geht das immer so in ein paar Fuhren nach draußen und wird mal wieder schön verpackt in den nicht diesen ganz guten. Ja, das gefällt mir. Ja, gut, ja. So, lassen wir den Scheiß jetzt. Hoppa, habe ich gesagt, brauche ich. Und ich brauche natürlich den Core jetzt. Weil damit kann ich den Spawner nur mitnehmen. Und damit gehen wir jetzt wieder in den Nether. So. Die Hoppa habe ich jetzt schon mal eingepackt, damit ich mich nachher wieder erinnere, was ich machen wollte. Weil sonst vergesse ich es eh wieder. So. Wo war denn der nächste Spawner, ist die Frage. Ich habe den auf der Minimap schon gesehen, glaube ich. Ich weiß, ich kann mich. Ja, da vorne ist er. Hallo. Ruhe jetzt. So. Boah. Das schreckt mich halt, Biene, Alter. Du blöd Mistviech. So. Nehmen wir halt die Blaze Rods hier noch mit. 8 Stück immerhin. Sind schon ein paar gedroppt. Ja, das ist sehr gut. Und ein bisschen hiervon soll ich auch noch mitnehmen, genau. Wenn das gerade schon einfällt. Size. 9, 9. Dick Deft. 9. Zurück. So. Nur ein bisschen. Was hätten die sich auf, weil ich die Erze von denen abgebaut habe, ne? Gebt mal Ruhe, ich wollte eigentlich nur den Soul Sand haben. Beschwert euch also nicht. Ihr könnt das gerne wieder haben, ich droppe euch das hier alles hin. Ihr könnt euch das jederzeit holen. Aber ich bin für nichts verantwortlich, ja? Nur damit das klar ist. Ist das dein Ernst jetzt? Decker, was willst du machen, Alter? Was willst du machen? Ja, hier unten kann ich aber eine Menge abbauen. Guck mal hier. Ist doch ganz gut. So, dann würde ich jetzt hierher gehen, nochmal droppen. Hä, was ist denn mit dir? Bist du behindert, Creeper? Machen wir das mal wieder aus, weil sonst baue ich jetzt was gleich mein Haus ab oder so. So. Weg damit noch. Ich weiß, man kann mit Steuerung cool nicht droppen, wenn man pickt, das nervt mich ein bisschen. Weil wenn ich das machen könnte, dann. So, nach oben. Dann könnte ich das viel besser droppen und alles, aber Soul Sand habe ich jetzt erstmal genug, glaube ich. Das ist schon mal ganz nice. Und ich glaube, zwei Enderman Spawner reichen dann auch schon, wenn ich die erstmal auf Tier 2 upgrade. Tier 3 brauche ich erstmal den Chaos. Nein, ich habe den Enderman weggetan. So. Packe ich beide ein. Den Spawner muss ich noch upgraden, das heißt, ich nehme noch die Wife von Chaos mit. Hoppa, habe ich hier Schnalle mit. Ja, ich lasse die einfach auf Hoppa fallen, das ist ja egal. Und die gehen dann einfach in Item Conduits. Da brauche ich noch ein paar mehr von, fällt mir gerade auf. Voll wenige nur. So, das passt jetzt. 39 ist schon ganz gut. Und die gehen dann einfach ins ME-System, das heißt in eine Kiste. Und dann in einen Import-Bus.
Ja, perfekt. So. Was mache ich denn? Ich muss hier hoch. Hier durch. Hä, was ist das denn hier schon wieder? Wo kommen die mal her? So. Hier unten jetzt. Ich glaube, wie gesagt, dass die Höhe hoch genug ist. Dass der Abstand von oben zum Boden. Das hört sich alles voll komisch an gerade. Ich bin nicht high, ich schwöre es euch. so. Wobei ich könnte auch Vacuum Hopper verwenden. Einen Vacuum Hopper einfach, ne? Das wäre viel effizienter. Ich bin so ein Dummkopf. Lol. Vor allem, ich habe ja auch schon einen. Ja, aber egal, den wollte ich ja da hinten jetzt stehen lassen erstmal. So. Dann kann ich die eigentlich wieder behalten. Vacuum Hopper. So, komm her. Machen wir erstmal den hier. Da rein. So, Vacuum Hopper. Alles klar, Digga. Kein Problem. So, den machen wir hier einfach hier unten rein dann. Dann ziehen wir das alles wieder mit Marble zu. Yay! Party! So. Gehst du da jetzt? Was soll das denn jetzt hier? Das ist ja nicht dabei. Und hier kann ich eigentlich jeden Mob sterben lassen, der nicht fliegen kann. Also so ziemlich jeden. Ich glaube, hier würde ich den dann einfach hinmachen. Oder ich mache ihn einfach hier in die Wand. Das ist noch schlauer. Das ist so smart. Dicker, das ist so smart. So, Vacuum Hopper. Da drüber so einen Kollegen. Dann kommt hier ein Import-Bus hin. Nein! Beziehungsweise nein, kein Import-Bus. Hier müssen ja die Dinger erstmal hin. Das heißt, ich stelle dich jetzt mal darauf ein, dass du das auch wieder einsammelst. Du bist guter Junge. Er muss ja das in eine Kiste tun. Erstmal. Kann das sein? In eine Kiste tue das rein. Genau. So, und dann gehe ich einfach mal da nach hinten irgendwo. Weil da vorne müsste dann irgendwo. Da vorne, da hinten. Da müsste dann irgendwo mein Zeug kommen. Meine ganze Base und so weiter. Vielleicht muss ich dann ein Stück höher führen. Ich denke schon. Hi. Wo bin ich hier? Strip-Mine-Gang. Vielleicht ein Stück nach oben. Reaktor, ja, das sieht schon mal gut aus. Bin ich hier unterm Reaktor? Kann das sein? Warte. Ich weiß, wo ich bin. Genau. Haha. Und dann mache ich das hier einfach hier rein. Wobei, warte, ich muss hier eigentlich nur runter. Fällt mir gerade auf. Jetzt muss ich gucken, wo das war. Oh Gott, scheiße. Wo war das? Hier nicht. Es war schon hier irgendwo, oder? War das nicht ein Gang hier? Irgendwas mit Dirt war es auf jeden Fall, aber hier ist kein Dirt. War hier drüben, oder? Damn, Son, wo war das? Ich bin nach oben. Hier war das. Okay. Das heißt, ich gehe hier noch zwei runter und dann hier nach rechts. Dann soll ich hier auf den Gang treffen, den ich genommen habe. Yes! So easy, Digga. So easy. Okay. Extract. Always active. Und der soll einfach alles rausnehmen. Ist ja scheißegal, was der einsammelt. Und das geht dann einfach mal dann hier hoch. Ich glaube, mein Haus hat so das mit den krassesten Leitungen. Also, mein Haus ist das mit den allerkrassesten Leitungen, die einfach überall in irgendeinen Untergrund entlang gehen. Und das wird so sein, egal in welche Strip man geht, man wird irgendwo meine Kabel finden. Egal in welche Höhle man geht, man wird irgendwo meine Kabel finden. Ich sehe das schon richtig vor mir, Alter. So, machen wir hier wieder dicht, weil das muss ja keiner sehen hier. Das ist nie passiert, das hat es nie gegeben. Und jetzt würde ich gerne irgendwo nach oben. Ich habe mir einfach meinen Reaktor über den Strip-Mine-Gang gebaut, Alter. Wieso habe ich. Das habe ich nie bemerkt, irgendwie. Nein, da ist ein Stierwurm, da will ich nicht rauf. Hier vielleicht. Ja! Freedom! Super, okay. Dann spare ich mir auch den Import-Bus, fällt mir gerade auf. Ich muss ihm alles über die Conduits regeln, so gut wie es geht. Das ist viel praktischer. So, was der jetzt macht, ist das einfach einsammeln und da reinpacken, wenn da die Endermen sterben. Laut Plan. So. Ernsthaft? Dieses Ding funktioniert nicht, wenn. Als ob, Mann. Was? Was kannst du denn eigentlich, blöden Elevator? Was soll denn das? Dummkopf. Da muss ich den Stierwurm echt umlegen. Dann lege ich den hier einfach drunter dran.
Das habe ich eh schon hier aufgemacht, nämlich. Und das soll dann einfach hier rüber in die Wand gehen. Die Wand hier ist aber blöderweise nur ein Stick. Das heißt, ich muss das einfach hier irgendwo vorbeiführen. Was, wenn ich denn hier hochziehe? Also da so hinein. Wo ist denn der? Hier. Der geht doch eh da oben rein, oder? Genau. Machen wir das hier alles weg. Nein! Nein, 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 nein. Dieses Ding macht das Haus kaputt, Alter. Das ist furchtbar. So, jetzt muss ich das wieder anmachen. Oh Gott, Alter. Nein, da komme ich nicht hoch. Nein, es ist doch zum Kotzen. Jetzt kann ich ja wieder hoch. Hör's ab! What the fuck? Ah! Warum geht das auf einmal jetzt wieder? Gerade ging's doch nicht. Und ich habe nichts geändert, was? Wie schnell die Power einfach von dem leer ist. Auch das ist richtig übel. So. Also jetzt geht's schon wieder. Wie viele Blöcke dürfen denn dazwischen sein, dass das jetzt auf einmal wieder funktioniert hat? Das ist eine Wissenschaft für sich, glaube ich. Aber die hier kann ich eigentlich wegmachen. Nee, warte, kann ich gar nicht. Den hier kann ich nur wegmachen. So. 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 Geh runter hier. So. Komm her. Kann ich immer noch hoch? Nee, wenn ich den hier wegmache vielleicht? Alter Welter, du machst mich echt wütend. Was ist, wenn ich den hier hin mache? Das mache ich jetzt. Mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Setz den jetzt doch so. Dann gehe ich jetzt nämlich hier hoch und hier geht das immer, weil durch die Blöcke kann ich sicher durchgehen. Das hier muss auch noch weg, fällt mir gerade auf. So. Alles weg hier. Alles wird vernichtet. So, dann kann der Stierwurm nämlich hier entlang gehen. Der nimmt jetzt einen ganz neuen Weg. Wir nehmen einfach den Stierwurm und schieben ihn woanders hin. Oh Mann, Alter, wie stumpf. Aber es hat halt einfach perfekt gepasst. So. Alter, es ist so heiß, ich sterbe. Just random things about my life. So, hier drunter dann. Dabei hat es heute erst gewittert. Das ist richtig stupid. Muss ich nicht verstehen, ne? World, why you do this? Stop. Yes, you do this to me. So. Marble noch mehr. Diese Bricks hier. Am besten ein Stack nochmal. Und dann noch. Was brauche ich noch? Die Torch nehme ich mal. Nein, ja, Map Torch. Map Torch ist eine gute Idee. Die Torch nehme ich mal für oben mit, wollte ich sagen. Und dann brauche ich noch mehr von dem alaskanischen Stierwurm. So, den lege ich dann hier unten nämlich entlang. Das Ding, da muss ich dann oben noch verlegen, fällt mir gerade auf, genau. So, machen wir das mal so zu. Jetzt gehe ich hier hin und dann verlegen wir den jetzt einfach hier entlang. Da stört der auch niemanden. Warum kannst du hier keinen... Hä? Ah, geht doch. Hä, warum ging das gerade nicht? Richtig strange. Dann würde ich gerne hier wieder hochgehen. Das heißt, wir machen das mal kurz so. Okay. Und somit läuft das Ding wieder. Wunderbar. Das macht mich jetzt glücklich. Sehr, sehr glücklich. Okay. Zurück zum Punkt um Opfern, ne? Da waren wir vorher stehen geblieben. Was brauche ich dafür jetzt noch? Ich habe die Item-Conduits. Es geht alles ins ME-System. Sollte es zumindest. Ich habe die Wifi-Cores. Ich habe die Enderman. Die Fackel muss ich unten noch aufstellen. Oben muss ich das Ding umlegen, genau. Weil sonst komme ich hier gar nicht mehr hoch mit dem. Muss ich alles mal umstellen kurz. Hier. Das da muss eins weiter rüber. Du bist hier jetzt offiziell fehl am Platz, Kollege. Und da sind wieder zu viele Blöcke dazwischen, war ja klar. Das ist aber egal, oder? Ich hoffe, das geht jetzt so. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Ich mache immer so einen Secret-Eingang. Damit kann man immer in mein Haus gehen. Aber den kennt nur ihr und Leute, die dieses Video schauen. Und Leute, denen ihr in die Kommentare schreibt, dass dieser Gang existiert. Auch wenn es denen überhaupt nichts bringt. Echt sinnvoll, ich weiß. Dankeschön. Ich hab's drauf. So. Dieser Technikraum wird sowieso abgekappt vom Rest der Welt. Da gibt's nichts zu sehen.
So, dann mache ich hier noch Fackeln rein, damit die Viecher da auch schön runterfallen und man das sieht, wie sie sterben und zerschellen. Das will man ja vielleicht beobachten. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid. So, wenn ich jetzt hier was droppe. Das sorgt er gar nicht mehr ein! Du Hund. Bis wann sorgt er das ein? Hier sorgt es noch ein. Okay, also bei vielen. Hier nicht mehr. Das heißt, ich baue entweder den zweiten auf oder ich baue den in die Mitte jetzt einfach. Ich glaube, ich baue ihn einfach in die Mitte. Es ist mir sonst zu doof. Also hole ich mir noch mehr von den Item Conduits. Juhu, Party hat gut funktioniert. Party hard. So. Item Conduits. So, wieder hier hoch, darunter. Upp. Machen wir das Ding hier einfach rein. Und hier laufen dann die Kabel entlang. Im Endeffekt gehen die eh wieder hier hin. Genau. So. Hier nach oben. Wobei, hier gehört die Kiste hin, ne? Dann da rein. Extract, always active. Wunderbar. So. So und so. Vacuum Hopper oben drauf und mit Output nach unten. Ne, das war falsch. What the fuck. Wie kann ich den nach unten einstellen? Kann er gar nicht nach unten outputten? Kann das sein? Du sollst nach unten outputten. Du bist ein Idiot. Du musst den vielleicht anders setzen. Pass mal auf. Was, wenn ich den so setze? Ich hasse dich, Vacuum Hopper. Du machst alles so kompliziert in meinem Leben. Warum tust du das immer? Gut, das heißt, er muss nach oben outputten. Dann tue ich den einfach hier unten rein. Wobei, es ist eigentlich scheißegal. Ich stelle ihn einfach hier hin. Und outputtet dann hier in die Chest. Und von der Chest geht das ganze Ding hier dann einfach... Ich könnte das Kabel hier wieder nach oben laufen lassen. Das wird cool aussehen, denke ich. Aber es bringt halt auch nichts, weil... Wo soll das denn hinlaufen? Oh Mann. Ja, egal, dann machen wir das einfach so jetzt. Nach oben bitte einmal. So. Dann geht nämlich alles in die Kiste. Und von der Kiste soll das dann... Da nach hinten gehen. Das heißt, wir machen hier so den hier rein. So. Schöne Item-Conduit-Verschwendung natürlich. Wie sich's gehört. Aber besser, als wenn ich hier einen einzigen Channel von meinem E-System verschwenden muss. Weil die Dinger sind wirklich was wert. So, hier könnte man noch eine Fassade reinmachen, wenn man Bock drauf hat. Habe ich jetzt allerdings nicht in meinem Fall. Kann ich da keinen Block setzen, weil das Ding hier im Weg ist. Dann muss ich das eins tiefer legen. Mann, Mann, Mann. So. Alles klar. Nein. Nein. Böse. So, und der Vacuum Hopper sorgt das schon alles ein. Das geht hier alles rein. Und jetzt soll das noch in dem E-System gehen. Also, extract always active. Aha. Da stimmt was nicht, weil sonst würde das schon rausgehen, wenn das hier stimmen würde, wenn ihr versteht. So. Das bedeutet, wir gehen mal kurz hier raus. Ha. Nicht verbunden. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Sonst hätte ich die Kommentare schon wieder vor mir gesehen. Vini, bist du eigentlich dumm? Oder was ist los bei dir? So, machen wir das einfach mal so. Was soll's, passt schon. Das ist ja hier nicht da, um schön zu sein. Das bin nur ich. Sag ich ohne Facecam. So, dann den zweiten Spawner. Kann ich einfach drunter machen, ne? So, dann die beiden Mob-Souls ran. Die überleben das? Schissel, das ist nicht gut. Warum überleben die das? Wie viele Herzen hast du noch? Oh, der hat noch voll viel. Decker, warum hat der noch so viel Leben? Das ist gar nicht gut. Also ich muss das noch tiefer bauen. Aber viel tiefer geht gar nicht mehr. Oh Gott, was könnte ich denn noch machen? Da muss ich da unten echt irgendwas einbauen, was die Viecher killt. Pass auf. Was könnte ich denn da einbauen? Jetzt habe ich nicht geguckt, wie das Ding heißt natürlich, weil ich dachte, dass ich das einfach so lösen kann. Ich könnte... Verpiss dich doch. Alter, das lässt nämlich nicht mehr schlagen. Ich könnte Spikes einbauen. Nur ich weiß nicht, ob die Items dann dadurch kaputt gehen.
Puh. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Machen wir das mal und schauen wir mal, was da passiert, wenn ich das benutze. Ganz viele Eisenschwerter, so, rein damit. Eisen haben wir ja mehr als genug, die Blöcke habe ich auch schon mehr als genug. Nein. Weil vielleicht gehen die Dinger ja nicht kaputt. Wenn ich... Ich könnte die Viecher auch irgendwie vorher damagen, ne? Fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall upgrade ich die mal ganz kurz. Sollten nämlich mehr spawnen. Planmäßig. Und hier unten steche ich dann einfach Spikes auf. Du kriegst mal bitte Damage, wenn du hier reinläufst. Aua. Du nervst mich, Enderman. Die Spikes machen die Items aber nicht kaputt, das steht fest. Ich muss die Kiste hier ans Höher setzen, wenn ich das so machen will. Also sprich, wir machen die Kiste einfach hier hin. Ich bin auch so ein Dummkopf, ne? Ich hätte das einfach so machen können. Pass auf, Kiste hier hin. Dann ist es nämlich auch schöner. Extract always active. Und die muss ja nie geöffnet werden, also kann ich das einfach so machen. So, Spikes hin. Die baue ich jetzt einfach hier überall hin, weil dann fallen die hier drauf und dann sterben die einfach so langsam, aber sicher. Außer die porten sich weg. Endermen werden sich wegporten. Ich bin so ein Genius immer, das ist Wahnsinn. Warum spawnen die nicht? Ich muss Nether Stars reinmachen, dann spawnen die erst. Nee, die porten sich nicht weg. Nice, es klappt. So, dann hier den Vacuum Hopper hin. Aber es gehen schon manchmal Items kaputt, glaube ich. Nee, die gehen nicht kaputt. So, Vacuum Hopper. Der gibt das nach hinten raus. Und aus der Kiste geht das auch wieder raus, hoffe ich mal, ne? Ja, genau. Okay, das heißt, ich brauche jetzt noch wie viele Spikes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Spikes, okay. Ist kein Problem. Und dann hier oben noch 2 Nether Stars, damit das voll ins läuft. Also 11 Spikes. Einen habe ich noch, aber ich mache einfach mal ein paar noch mehr. Okay, 8, jetzt habe ich 9. Okay, dann muss ich noch mehr Eisenschwerter machen. Einmal, zweimal. So. Spikes sind schon toll. Ich könnte auch die hier Spikes machen, weil die machen einfach mehr Damage. Aber ich bin ein Idiot, nein. Ich mach das mal so. Okay. Okay. So, dann das Glas natürlich wieder. Glas, das hier. Werde ich dafür nehmen. Das Clear Glas. Sieht einfach am coolsten aus mit sowas. Lass mich hier hoch. Jetzt habe ich die Nether Stars schon wieder vergessen. Und eine Notch Apple brauche ich auch noch. Stimmt. So, so sterben die nämlich ganz sicher und das sieht trotzdem cool aus. Coolio. Und so sollten wir ein paar Enderperlen gefarmt kriegen, denke ich mal. Ich hoffe es zumindest. Wir werden es ja sehen im Endeffekt dann, ne? So, jetzt kann ich noch die Spawner aufwerten, wie gesagt. Weil Requires Player zum Beispiel, das will ich ausmachen. Und dann noch die Notch Apples für die Spawn Requirements, weil ich glaube, das tut das Licht spawnen weniger. Also machen wir mal Golden Apple. Hier haben wir schon einen nämlich, den hat Basti irgendwann mal gemacht. Wir machen aber noch so einen. Keine Goldblöcke. Machen wir einfach mal einen Stack Goldblöcke. So, machen wir so einen Apfel. Und dann machen wir uns noch Nether Stars habe ich eh noch. Muss ich mir nicht machen. Zwei Stück, perfekt. Die Spikes kann ich jetzt noch da lassen, die brauche ich nicht mehr. Und dann gehen wir nach oben und werten das noch eben auf. Aber es klappt doch schon so, ihr seht das. Wir kriegen Enderperlen, hoffe ich mal. Ja, es war jetzt sehr schlau, dann werde ich mich einfach mit meinem Dings portenden nachher. So. Requires Player aus, jetzt spawnen die nämlich die ganze Zeit. Ja, genau, so sieht's aus. So sollte das sein. Und die spawnen immer in so einem Intervall. Und da kriegen wir auf jeden Fall genug Enderperlen. Würde ich zumindest mal behaupten, ja. Wir können ja mal hier kurz gucken. Enderpearl. Und die ist halt für Senderium und für mein Fuel. Also das, ja, es läuft auf jeden Fall. So, dann würde ich mal refuelen kurz. Add Fuel. 106. Out of Ender Pearls. Hä, ich habe hier doch noch welche. Aber das ist deckweise, ne? Pass auf. Ich nehme mal alle hier raus. Nein, nicht das Sendarium. Ah. Ah, Mama. So, wie viele kommen da jetzt rein? Eine erstmal. Vier, fünf. Alter, was? Das geht schnell. Sechs.
Das geht so schnell, Dicker. Enderperl. So, gleich nächste Ladung, pass auf. Das geht die ganze Zeit so. Nächstes Mal, wenn wir uns einloggen, haben wir voll viele Enderperlen. Jetzt werde ich erstmal alle verbrauchen davon als Fuel. So voll tanken, wie es geht. Und der Rest wird halt für Sendarium draufgehen. Das heißt, nächstes Mal bauen wir die Solarfarm weiter. Und... So, wenn wir die Solarfarm dann fertig haben, dann können wir uns ins Haus machen, würde ich sagen. Also nächstes Mal, wie gesagt, Solarfarm, werden wir hier die Interfaces noch machen. Das ist nicht mehr so viel Arbeit. Das schaffe ich, glaube ich, in einer Folge. Wir werden es sehen. Ja, aber das war's mit der Folge erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ihr keine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder bei Minecraft Mark. Bis dahin, haut rein. Tschüss.